Also die Ausbildung zum Netzhautchirurgen, das ist schon etwas, was über längere Jahre geht und man sollte auch viel Erfahrung dann machen, auch viele Operationen durchgeführt haben, auch wenn es jetzt quasi schon relativ leicht erscheint, diese Operation, dass man auch mit dem, was auftreten kann, auch mit Komplikationen, auch routiniert dann umgeht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass der Augenarzt, der sie operiert, auch so viele Operationen durchgeführt hat. Ich denke, das sollte mindestens 1000 Vitrektomien durchgeführt haben und auch über 800 Vitrektomien im Jahr machen, damit er einfach diese Routine hat, dass er die Erkrankung, die sie haben, am besten dann auch therapieren kann. Was die Vitriolyse angeht, denke ich, ist es auch wichtig, dass es jemand macht, der sich mit der Netzhautchirurgie dann auch auskennt, der dem Patienten die ganze Palette anbieten kann. Das heißt, dass der ganz gezielt und individuell auf die Bedürfnisse des Patienten eingehen kann. Das heißt, er soll nicht nur probieren, das mit dem Laser zu behandeln, wenn es einfach nicht geht, weil er nicht vitrektomieren kann, sondern derjenige, der das anbietet, der sollte vitrektomieren können, sollte auch die Vitriolyse dann durchführen können, damit er dem Patienten die bestmögliche Therapie dann anbieten kann. Oder aber er sollte mindestens mit jemandem zusammenarbeiten, der Vitrektomien durchführen kann. Bei uns in der Praxis ist es so, dass die Vitriolyse der Frau Dr. Fulger, der Dr. Klabe und ich dann durchführen.